Okay, gehen wir mal hier hinein. Sieht aus wie eine Küche. Okay. Uppala, hey, wer ist da? James? Ich sollte aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Das ist ziemlich scharf. Ja, eine Porzellanscherbe ist meistens scharf. Ach, toll. Tja. Was soll ich jetzt machen, Tipp? Okay, ich soll erstmal wieder zurück. Also hier kann ich an sich nichts mehr machen. Okay, da muss ich wohl auf beim Aufzug irgendwie was machen. Vielleicht wieder komplett nach unten fahren und dann wieder erstmal hier raus, oder? Ja. Kann ich mit der Schärpe? Ja, Tatsache. Da haben wir jetzt Garn. Ja, das kombinieren wir jetzt und somit haben wir jetzt wieder eine Armbrust. Armbrust mit Garn. Okay. Hier gab es ja an sich nichts mehr, ne? Nö. Ich glaube, dann müssen wir auch, glaube ich, wieder zurück. Moment mal, kann ich nicht mit der Armbrust jetzt da auf dem Dach darüber oder brauche ich da wirklich noch ein Brett? Ich probiere das mal aus. Nee, scheiße. Hätte ja klappen können. Doch, ich soll hier noch was machen. Okay. Also hier kann ich ja nichts einsammeln. Ich kann doch da. Ach ja, ich hab doch jetzt die Scherbe, ich bin blöd. Ja, da können wir jetzt das Brett benutzen. Yay! Ach Gott. Ah, brauchen wir hier die Armbrust vielleicht? Ich benötige etwas, um mich hochzuziehen. Geht das auf jeden Fall schon mal nicht. Tja. Okay. Dann muss ich erstmal was anderes erledigen. Tja. So, was ist jetzt die Frage? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mal auswendig. Da brauchen wir ja den Ersatzschlüssel. Genau. So, da kennen wir den Code noch nicht. Ja. Hä? Wieder nach oben? Okay. Oder kann ich mit dem Schürhaken darauf? Tatsache, lol. Okay. Da ist noch eine Nachricht. Es hätte keinen tragischen Zufall geben können. Ganz besonders nicht so kurz vor der Hochzeitszeremonie. Der Familienrat hat beschlossen, sie auf dem Familienfriedhof zu begraben. Oh Gott. Brenner starb in der Nacht, bevor sie Richard heiraten sollte. Das ist bitter. Das ist echt bitter. In einem Feuer im Leuchtturm. Handelte es sich um einen Unfall oder war es Mord? Ich vermute eher Mord. Haben wir eine Münze? Eine Münze bisher, das einzige, das den finanziellen Wert meines Erbes bezeugt. Schön. Es ist aber hoch. Ich sollte lieber zurückklettern, bevor ich hinunterspringe. Kann ich hier nicht die Armbrust irgendwie benutzen? Ja. Yeah. Wow. Ah, jetzt sind wir wieder im Spiegelsaal. Okay. Meine Erinnerungen an diese
an dieses Medaillon sind nicht gerade die besten. Und ich glaube nicht, dass mein Butler mir noch einmal zur Hilfe eilen wird. Goldenes Medaillon. Können wir denn jetzt hier raus? Die Tür ist verschlossen. Abgeschlossen. Warum sollte mein Butler mich hier hinausziehen und dann die Tür abschließen? Ja, das macht auch wenig Sinn. Da gehört ein kleiner Schlüssel hinein, aber das Schlüsselloch ist versperrt. Interessant, okay. Was für eine schreckliche Tragödie. Im Leuchtturm brach letzte Nacht ein Feuer aus. Es wurde eine Leiche gefunden. Das ist zweifellos Brenda. Es wurde auch ein Medaillon gefunden, das mit dem Richard ihre Verlobung besiegelt hat. Vergib mir, Catherine, aber ich schätze, dass uns diese Tragödie zugute kommt. Ja, das ist aber ein bisschen hart. Ja, ein bisschen egoistisch. Dieser Unfall hat also rein gar nichts gelöst. Er hat die Dinge nur noch schlimmer gemacht. Ja, toll. Ein leerer Benzinkanister? Damit scheint ein Feuer gelegt worden zu sein. Aber mein Poltergeist brauchte sicher kein Benzin, um Feuer und Flamme zu werden. Ja. Okay. Okay. Okay, ich soll wieder nach oben. Wo jetzt? Ganz nach unten, okay. Ich frag mich jetzt, was ich jetzt mit der Münze soll. Ich schau mal. Ich schau mich nochmal hier ein bisschen... Oh ne, da konnte ich nichts mehr machen. Also heißt das mit anderen Worten, dass ich hier noch was erledigen kann. Ja, hier kann ich den Ring vielleicht schon mal benutzen, oder? Ja, aber ein Ring fehlt uns leider noch. Es könnte leicht schief gehen. Ohne die beiden Ringe beschwöre ich vielleicht einen anderen Poltergeist, oder? Meiner wird noch wütender. Ja, endlich können wir hier mal was machen. Endlich. Da können wir den Schlüssel bestimmt, genau, machen. Perfekt. So. Diese Grußform gehört geschmolzenes Metall. Ja. Moment mal. Können wir die anzünden? Ja. Können wir da was machen? Nein. Scheiße. Ah, wo gab's Feuer? Ach nee, stimmt, der Poltergeist hat das Tor zugemacht, da können wir ja nichts mehr machen. Stimmt, bei der Schmiede gab's Feuer. Genau. Heißes Metall. Und das können wir ja da rübergießen, genau. Und somit haben wir einen neuen Schlüssel. Sehr schön. Okay, und wieder zurück. Ist ja kein Problem. So, den Schlüssel mussten wir da einsetzen, genau. Und zwar genau dort. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Okay, der Poltergeist ärgert uns erstmal nicht. Alte Wunden werden wieder aufgerissen. Nach all dieser Zeit schlägt mein altes Herz immer noch. Letzte Nacht sah ich Catherine in meinen Träumen. Sie sah mich vorwurfsvoll an. Ich kann den Blick in ihren Augen nicht ertragen. Ich sollte Richard erlauben, Brenda zu heiraten, wenn er das wünscht. Das ist, was Catherine gewollt hätte. Ja? Lord Kangel hat seine Meinung geändert. Das bedeutet, dass Brendas Tod doch ein Unfall war. Okay, ich dachte Mord. Okay, dann ist das doch ein Unfall gewesen.
Es sei denn, jemand anderes hat sie umgebracht. Also es ist doch vielleicht Mord. Hm. Spannend, spannend. Ich hoffe, dass das nur Farbe ist und kein Blut. Okay. Beschmiertes Porträt. Oh. Könnte das Catherine sein? Ah ne, Brenda ist das. Das ist Brenda. Es war ihr Medaillon, das ich im Spiegelsaal gefunden habe. Ah, okay. Das ist noch ein Zettel. Gästeliste. Die folgenden sind zur Verlobung von... Wie kommt Richard Cangell, Sohn von Lord Henry Cangell und Catherine Seymour, Lady Cangell, eingeladen. Anna, Tochter von Charles und Jane. Victoria Cangell, Nichte von Arthur. Philip, Bruder von Arthur Cangell. Melissa, Philips Ehefrau. Lady Elizabeth, Witwe von Arthur Cangell. Lady Margaret Blackmore, Urenkelin von Sir John und Lady Joan. Und Lord Thomas Blackmore, Lady Margarets Ehemann, 29.02.1921. Okay. Okay, da gibt es jetzt keinen zusätzlichen Text. Hier gehört eine Kerze hin. Die haben wir ja Gott sei Dank und die müssen wir anzünden. Machen wir. Hallo Brenda! Wow, sie hat aber einen ernsten Blick gehabt. Dies scheinen mir Anweisungen für ein Kombinationsschloss zu sein. Rechts, Moment mal, abfotografieren. Nee, nicht das Zimmer. Achso, habe ich doch. Gut. Weil das Zimmerbild da gerade abfotografiert worden ist. Okay, vielleicht ein kleiner Programmierfehler. Dies scheinen mir Anweisungen zu sein, um ein Kombinationsschloss zu öffnen. Also zweimal rechts, zweimal... Nee, dreimal links. Rechts, links, rechts, rechts. Okay. Schaue ich mir eh gleich nochmal an. Nee, da kann ich noch nichts machen. So, sonst... kann ich hier auch erstmal nichts machen. Okay. Okay. Noch weiter zurück, okay. Okay, wir müssen wieder ganz nach unten. Okay.